6000 Pfund, Sir. Der Kassenbote war nicht mehr bei Bewusstsein. Er ist im Polizeikrankenhaus. Aber der Kassenbote kam gerade aus der Bank und wollte einsteigen. In dem Moment rammte der Ford das Auto der Bank. Abbott wurde niedergeschossen. Mit der geraubten Geldtasche sind die Täter zur Hauptstraße zurück und in einem bereitstehenden Wagen geflüchtet. Ein grauer Austin. Zeugen? Der Fahrer des Bankautos. Wie geht's, Abbott? Ihr Freund? Ein guter Kollege. Zwei Kinder. Wahrscheinlich Lungendurchschuss. Diese verdammten Hunde. Aber ein widrer, rechtschaffener Mann. Seit 16 Jahren in unserer Bank, ruhig, zuverlässig bis zur Selbstaufgabe. Ich bin überzeugt, er hat sich gewehrt bis zum Äußersten. Er hatte 6000 Pfund in der Tasche, nicht? Wir sind bis zu einer Vatürensumme versichert. Genau waren es 6305 Pfund. Für wen war eigentlich das Geld bestimmt, Sir? Für eine Spinnerei und eine Großgarage in Cricklewood, Lohngelder. Gestatten Sie, Sir. Ja, bitte sehr. Sagen Sie ihm, warum packt eigentlich der Wagen für den Kassenboten auf der Straße und nicht auf dem Hof? Tja, natürlich, das kommt einem jetzt alles leichtsinnig vor, aber er rechnete mit einer solchen Frechheit. Am helllichten Tage, mitten in London. Sieht ganz so aus, als ob ihr Amateure am Werk waren. Junge, brutale Kerle. Die mussten auch damit rechnen, dass sich ihnen jemand in den Weg stellt. Von der Sorte, die sich notfalls den Weg freischießt. Am besten ist, sie hören sich in der Nachbarschaft mal ein bisschen um. Halb so schlimm, Abbott. Die Kugel ist raus, in 4 Wochen gehen sie wieder spazieren. Inspektor Varney von Scott & Yard. Tut mir leid, Abbott, aber nur Sie können uns helfen. Sagen Sie uns nur, wie die Kerle aussahen. Eine. Ziemlich groß, bisschen krauses Haar. War das der, der geschossen hat? Der andere, der aus dem Wagen. Ich dachte erst, er will mich über den Haufen fahren. Und dann? Ich bin zur Seite gesprungen. Wie alt war der Große? Vielleicht 30. Also kein ganz junger Bursche. Sir, der Wagen, mit dem das Bankauto gerammt worden ist, wurde 2 Stunden vor dem Überfall von einem Parkplatz gestohlen. Der Besitzer, ein Lehrer, hat die Identität festgestellt. Wir haben den Mann gleich unter die Lupe genommen. Kein Verdacht. Finger auf Brücke. Die Burschen haben Handschuhe getragen. Die Kugel wurde aus einer belgischen FN abgeschossen. Wir haben nicht viel zu hören, aber immerhin einiges. Heute Morgen vermutete ich, wir hätten es mit Amateuren zu tun, die ihren ersten Wüstenstreich riskierten. Inzwischen bin ich davon abgekommen. Diese beiden Burschen haben doch wohl schon einiges auf dem Kerbholz. Sind rabiat, nicht besonders intelligent, Schlägereien, wahrscheinlich ein paar Einbrüche. Irgendwie sind sie höchstwahrscheinlich schon mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Aber eines scheint mir sicher, Sir. Einen solchen Überfall haben Sie noch nicht gestartet. Er ist einfach zu wenig durchdacht. Nur brutal. Oh. Vielen Dank, Sir. Wenn die Kugel den Kassenboten nur 3 Zoll weiter links getroffen hätte, wäre er jetzt tot. Wir suchen also zunächst nach einem Burschen von etwa 30 Jahren. Groß, kräftig, der nicht schnell rennen kann. Er fährt Auto, hat krauses Haar. Und den Wagen haben Sie gestohlen. Das Schloss beschädigt? Einer von Ihnen ist demnach ein versierter Automaler. Vielleicht der, der den Fluchtwagen lenkte. Also der dritte Mann. Von dem wissen wir allerdings sonst gar nichts. Und zweiten, den Pistolenschützen, wissen wir nur nach Abbott, was er anhatte. Dunkler Anzug, weißes Hemd. Konzentrieren wir uns auf den ersten. Vielleicht wegen eines Hoheitsdelikts mal vorbestraft. Sir, die Presse will Informationen. Hopkins hat schon das zweite Mal angerufen. Heckmann,
Die Presse will Sensation. Wenn denen der Rauch der Kettenbank nicht genügt. Wir haben jedenfalls noch keine zu bieten. Was verschaffen wir die Ehre? Etwa die Kartenbank? Hat man schon bei Ihnen darüber gesprochen? Freche Sache, sagen die meisten. Aber bitte, nehmen Sie Platz. Eine Andeutung, wer mit drin steckt? Meine Kundschaft ist zwar nicht die beste, Inspektor, aber auch nicht die dümmste. So schnell quatscht da keiner. Man traut Ihnen wohl nicht mehr, was? Ja, ich will nicht hoffen, dass auch nur irgendeiner etwas von unseren freundschaftlichen Kontakten weiß. Sie würden mir die Bar demolieren. Vielleicht ist es besser hier in Trinum. Wir treffen uns jetzt woanders. Sicher. Schließlich wollen wir uns doch noch gegenseitig länger Freundschaftsdienste leisten. Etwas zu trinken, Inspektor? Danke, ich muss ins Bett. Ich kann ja mal umhören, ob irgendeiner viel Geld ausgibt. Weiß man denn eigentlich schon, wie viel es war? Wir wissen von dreien. Drei? Vielleicht bekommen Sie Krach miteinander. Übrigens, Inspektor, da ist noch eine dumme Angelegenheit. Es läuft eine Anzeige gegen mich. Ich hätte hier im Lokal unverzollte Zigaretten verkauft. Na, wie viel waren es denn? Nicht der Rede wert. 5000. Das traue ich Ihnen eigentlich gar nicht zu, Centrino. Zweite Nummer 3, Rollo 2, 100 zu 7. Damit muss er schnellstens zu einer Zeitung. Solche Leute reißen sich doch um diese Fotos. Briggs weiß nicht, ob es was geworden ist. Soll er es gleich an die große Glocke hängen? Wenn er nicht der Polizei zuvorkommt, verliert es daran Wert. Ich würde so ein Foto nicht selbst entwickeln. Das ist doch manchmal jede Stunde wichtig. Kennst du einen richtigen Fotoamateur, der seine Filme weggibt zum Entwickeln? Auf jeden Fall. Wenn es was geworden ist, kriege ich einen Abzug von Briggs. Den hänge ich ins Schaufenster. Du hast nötig. Der Laden läuft doch wie geschmiert. Ach was. Heutzutage ist Reklame das halbe Geschäft. Der Herr wünschen. Sir, der Fluchtwagen ist gefunden worden am Rande des Parks von Beckenham. Die Geldtasche lag noch drin, natürlich mit einem Messer aufgeschnitten. Warte. Williams, Sir. Noch eine Sensation. Es existiert ein Foto vom Überfall. Ein Amateur hat die Gangster geknipst, der wohnt nur drei Straßen von hier. Wunderbar. Wir sind auf dem Vormarsch. Noch zwei, drei solcher Sachen und wir können zupacken. Sie wissen, Briggs, warum wir kommen. Keine Ahnung. In einem Wettladen in der Nähe der Celtic Bank erzählt man sich, Sie hätten ein tolles Foto gemacht. Darf man mal sehen? Da wird viel geredet. Ich bin noch nicht zum Entwickeln gekommen. Verehrter Herr, können Sie sich eine Sekunde lang vorstellen, was für uns bedeutet, das Bild zu sehen? Vielleicht säßen die Gangster schon hinter Schloss und Riegel. Na, 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 so schnell geht das wohl nicht. Jedenfalls nicht bei Scotland Yard. Ich habe gehört, euch rutschen immer mehr durch die Maschen. Ja, ich merke schon, Sie sind ein Fuchs. Also, spielen wir mit offenen Karten. Das Foto haben Sie doch schon entwickelt. Und wenn Sie die ganze Nacht dran gehängt haben. Also, raus mit der Sprache. Oder wollen Sie es der Celtic Bank geben? Oder wollen Sie von uns die Belohnung? Wirklich, das Bild ist nicht fertig. Dann geben Sie uns den Film, entwickeln wir selbst. Ich habe ihn zu Hause. Na, fahren wir nach Hause, holen. Sie, mein Chef hat es aber gar nicht gerne, wenn man einfach wegrennt. Keine Angst, Briggs. Ihr Chef ist einverstanden. Oder wollen Sie auch eigene Faust ermitteln?
Um sich beim Pistolenschützen so einen kleinen Anteil herauszuschinden. Also sowas sollten Sie mir nicht zutrauen. Das war doch ganz anders. Im Wettgeschäft, da hat mich der Hafer gestochen. Da hab ich gesagt, ich hätte die Burschen auf dem Zolloleut. Aber es war nichts drauf. Hier, damit ich meine Ruhe habe. Ich hatte keine Zeit. Einfach drauf losgeknipst, bei offener Blende. Sonst wäre bei dem gestrigen Wetter überhaupt nichts drauf gewesen. Na ja, und in dem Laden habe ich den Mund ein bisschen zu weit aufgemacht. Nicht gerade schön in meinem Alter. Haben Sie nur das eine? Nur das eine. Plötzlich kamen Leute dazwischen und da war es zu spät. Ursprünglich wollte ich vor der Schicht bloß ein paar Eichhörnchen oder Schwäne fotografieren. Ich dachte, vielleicht reißt der Himmel doch noch auf. Was denn? Alles 30-Jährige mit krausem Haar? Da wird uns Warne wohl eine Nachtschicht aufbrummen. Ich bewundere Ihren scharfsten Trick. Namen. Ja, und das Foto, Sir? Eine Seifenblase. Genauso wie Ihr Wunsch, den heutigen Abend im trauten Familienkreis zu verbringen. Auch Abbott war eine Enttäuschung. Er ist zwar erstaunlich munter für einen Verwundeten, nur sein Erinnerungsvermögen nicht. Also weiter, klein. Können Sie da was mit anfangen? Womit? Meinen Sie den Schatten hier? Das ist ein Mantel eines flüchtenden Mannes. Schon mal gesehen? Das ist ein Fall für die Mrs. an der Garderobe. Ich könnte es mitnehmen. Moment. Das ist doch... Das Mädchen neben dem Fahrrad ist die Freundin von Greg. Greg, dem Messerstecher. Mit der Zuckerpuppe war er ein paar Mal bei mir in der Bar. Greg, der Messerstecher. Wie heißt sie? Das weiß ich nicht, Inspektor. Tut mir leid, vorgestellt hatte sie mir nicht. Aber sie ist es. Ich täusche mich nicht. Haben Sie Greg gestern oder heute gesehen? Nein, schon längere Zeit nicht, aber das hat nichts zu bedeuten. Er kommt nicht sehr oft in meine Bar. Na, ist das ein Tipp, Inspektor? Verstehe. Greg hat die Flamme mitgenommen, damit sie schmierer steht und damit er zeigen kann, was für ein Hechter ist. Übrigens, hier in Trinum, die Geschichte mit den Zigaretten, die Anzeige. Das war ein falscher Tipp. Es ist klar aus der Hand, Greg hat den Überfall organisiert. Dass er zum ersten Mal nicht mit dem Messer, sondern mit der Kanone gearbeitet hat, spielt dabei gar keine Rolle. Alles ist so brutal und so dilettantisch angefädelt, wie der Raubüberfall vor 11 Jahren. Ich bin seit 8 Jahren bekannt. Der Rest steht da drin. Wiedersehen. Morgen früh schlagen wir los. Verdammt. Sieh dir das an. Ich glaube, wir haben großes Glück gehabt, unbemerkt nach Irland zu kommen. Wieso Glück? Deine Pässe sind gut. Ich möchte wissen, wie die vom Yacht so schnell dahinter gekommen sind. Du hast doch bisher noch nie mit der Pistole gearbeitet, oder doch? Keine Schmeichelei für euch. Die alte Masche. Damit wollen Sie nur die Leute gegen uns aufhetzen. Mir scheint, besser ist, wir lassen uns hier nicht mehr zusammen sehen. Ich hab's immer gesagt, 20% hätten für Jesse genügt. Es waren 30 ausgemacht, also hat er auch 30 bekommen. Aber geschossen hast du. Also ist auch dein Risiko größer. Ich weiß, dass du Jesse nicht leiden kannst. Aber er ist mein Freund und du kannst sticheln, solange du willst. Es war nicht zu viel. Bitte schön, das macht 100 Pfund. Wie? Schon am frühen Morgen zu Scherzen aufgelegt? Keineswegs, Mr. Gregg. Was soll der Unsinn?
Das Leben ist teuer, Sie wissen es selbst. Ich habe 3 Kinder und eine Hypothek auf meinem Häuschen. Keine Unbedachtheit, Mr. Gregg. Unter meinem linken Fuß ist eine Taste. Wenn ich darauf trete, läutet die Alarmanlage. Die Polizei ist in wenigen Minuten hier. 50, mehr habe ich nicht bei mir. 10 Fünf-Pfund-Noten müssten es sein. Gestatten Sie noch eine Bemerkung. Ihre Perücke ist zweite Wahl. Ich kenne mich da aus. Aus beruflichen Gründen trage ich selbst eine. Verbindlichen Dank, mein Herr, und gute Weiterreise. Eine Empfehlung an die Frau Gemahlin. Dieser Zettel aus Dublin bringt uns einen Schritt weiter, hoffe ich. Gregg ist nicht sehr klug. Kopfrechnen gehört nicht zu deiner starken Seite. Sehen wir uns seine Kalkulation an. Die Zahl oben, 6.305, das ist die Beute aus dem Banküberfall. Die nächste Zeile lautet B1261. Das sind 20% von der obigen Summe, also ein gewisser B war mit 20% an der Beute beteiligt. Vermutlich der dritte Mann, der Automaler. Die Zeile darunter zeigt 1892. Das sind genau 30% und J bezeichnet den anderen Komplizen. Den 30-jährigen Krauskopf. Also mit Vornamen J. Tja, oder sein Spitzname fängt so an. Ganz recht. Unsere Erschöpfung darf uns nicht zu voreiligen Schlüssen verleiten. Auch wenn wir alle in begreiflicher Weise der Nachtschichten überdrüssig sind. Aber bleiben wir noch bei Greggs Hotel in der Lassenschaft. Es folgt jetzt eine nicht ganz fehlerfreie Rechnung, weil der Gregg versucht hat, seinen Anteil durch 365 zu teilen, wahrscheinlich um zu sehen, wie viel er ein Jahr lang täglich ausgeben kann. Wir wissen nicht, wo er steckt. Die Anzeige des Hotelportiers kam zu spät. So lass Gregg den Leuten aus Dublin entwischte. Wie wär's, Sir, wenn wir schon in der nächsten Nacht unseren Arbeitsplatz wechselten? Ich meine, dass ein Teil von uns nicht mehr die Akten durchwühlt, sondern die Unterweltskneipen durchkämmt. Vielleicht schafft es einer von uns rauszukriegen, mit wem Gregg, außer mit dieser Headshop, sein Flittchen noch umgezogen ist. Dass der Name außerdem mit J oder B anfängt. Selbstverständlich, ohne dass wir die anderen Ermittlungen einstellen. Ich muss sehr müde sein, dass mir das nicht selbst eingefallen ist. Danke für den Hinweis, Williams. Was denn, musst du heute Nacht wieder weg? Keiner meiner Leute ist heute Nacht zu Hause. Ein Glück, dass uns keine Gewerkschaft kontrolliert. Pass auf, in 1-2 Wochen hast du die Brüder hinter Schloss und Riegel. War doch schon manchmal so, dass du ganz verzweifelt warst und dann hast du plötzlich doch wieder einen Weg gefunden. Vielleicht werde ich alt, Kassin. Nein, nein, ohne Augenzwinkern. Ich merke es an Leuten wie Williams und Peck. Die fluchen zwar heimlich, aber sie sind nicht so fertig wie ich. Ich fange schon an, mir ihre Gedanken auszuleihen. Mein Schicksal. Seit ein paar Tagen bringt es meinen Beruf mit sich, dass ich mehr in Kneipen und Kaschem herumsitzen muss, als mir lieb ist. Und? Hat man sie denn immer reingelassen? Ich meine, wegen des Jugendschutzgesetzes. Ich bin neugierig, wann sie einmal genug haben werden, mir ätzend das Gift über meine empfindsame Seele auszuspritzen. Trinken wir ein. Ja, da ist es schon soweit. Da haben Sie also den Fall Gregg und Kommann ja an den Untersuchungsrichter übergeben. Was haben Sie zu bieten? Ich habe Ihnen einen Platz angeboten, Mr. Vanni, und ein Glas hinstellen lassen. Von Geschäften wollen wir lieber nicht reden. Nicht wahr? Ich hatte Ihnen Hoffnungen gemacht. Ich habe Vorgesetzte. Sie wissen selbst, wie schwer es ist, Ihnen einen Auftrag zuzuschanzen. Ich hatte Ihnen Hoffnungen gemacht. Mehr nicht. Das müssen Sie zugeben, okay.
Okay. Ja. Wir kennen uns lange genug. Ich möchte Ihnen etwas anvertrauen. Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass Gregs Komplizen, die noch im Lande sind, wieder ein neues Ding drehen. Sie haben Blut geleckt. Sie müssen sie stoppen, bevor sie jemanden umbringen. In Fachkreisen hatte sich herumgesprochen, dass ein gewisser Mr. Briggs ihnen ein Foto verkauft hat. Geschenkt. Er hat es mir geschenkt. Umso schlimmer. Es ist überhaupt kein Grund vorhanden, dass er sich Nacht für Nacht in Lokale herumtreibt. Das war ein Schlechten. Er sucht. Wen sucht er? Wo schnitt er? Wen sucht er? Da fragen Sie nicht zu viel. Da war er. Ich dachte, Sie sind selbst Kriminalist. Okay. Sie sind mir seit Jahren ein sehr sympathischer Mensch. Ich habe es mir nur nicht anmerken lassen. Ihr Tipp ist Gold wert. Sagen Sie, wie war das eigentlich? Hat Briggs von sich aus von dem Foto erzählt oder hat man ihn beim Knipsen gesehen und darum das ganze Tamtam? Ist das so ein Unterschied? Zuerst schien es mir auch keiner zu sein. Briggs hat einen angesprochen, jedoch ist der mindestens 40. Scheint mir aber der zu sein, den er suchte. Zwei Streifenwagen zur Bahama, Eastham. Sie kommen mit, Williams. Peck hat angerufen. Du bleibst hier und wartest auf Warne. Bruder, kannst du mir sagen, wo hier ein gewisser Murphy wohnt? Murphy, oder vielleicht kennen Sie ihn unter dem Namen Pat. Ich habe total die Richtung verloren. Geh zur Hölle mit deinem Pat, Patachon. Warte doch. Renn doch nicht so. Und gib mir doch mal wenigstens Feuer. Was ist hier los? Der Kerl da hat mich überfallen. Ich bin Wer hier friedlich die Straße lang. Wie heißen Sie? Woodward. Jesse Woodward. Aber was wollen Woodward, Sie von mir? Woodward. Woodward, sind Sie nicht der, der vor ein paar Jahren den kanalischen Matrosen ausgeplündert hat? Aber Inspektor, Sie haben gar nicht ja, das ja, Recht. Ja, an die Wand durchsuchen. Was? Keller. Na, Briggs, was haben Sie für Ihr Foto haben wollen? 200 Pfund. Und was haben Sie gekriegt? Versuch der Erpressung, Irreführung der Polizei, schwere Begünstigung. Es wird eine Weile dauern, bis Ihre Schwäne und Eichhörnchen wieder fotografieren können.
Hier, Sir. Woodward steigt gerade in den gestohlenen Austin. Sogar mit Negativ. Na also, dann brauchen wir bloß noch den Fahrer und den zusammengeschossenen Kassenboten von der Kelding Bank ihm gegenüberzustellen. 30-Jähriger ist 40. Und großes hat er auch nicht. Ja, aber groß und breitschuldrig ist er. Kommt. Eingelebt. Ich nehme an, Sie hatten inzwischen genügend Zeit, über so manches nachzudenken. Sie wollen wissen, wer der Fahrer war. Finden Sie nicht, dass es ungerecht ist, wenn Sie hier eingesperrt sind? Läuft er frei herum und versäuft womöglich in London seine 20%? Wie hieß er doch gleich? War es der Name oder der Vorname, der mit B anfängt? Immer die alten Witze. Ich habe Ihnen gesagt, dass Greg diesen Mann organisiert hat. Ich habe ihn nur flüchtig gesehen, als er uns durch die paar Straßen gefahren hat. Ich kenne ihn nicht. Auch nicht seinen Namen. Ah, Ihre Witze sind auch nicht neuer. Das haben Sie mir schon vor dem Prozess aufbinden wollen. 12 Jahre, Woodward, sind eine verdammt lange Zeit. Die kann man sich nur verkürzen, wenn man ein bisschen Einsicht zeigt. Woodward, sind doch kein grüner Junge. Im Zuchthaus fallen einem immer die merkwürdigsten Dinge ein, an die man jahrelang nicht gedacht hat. Ja, wenn es Ihnen so geht, dann melden Sie sich bei der Zuchthausleitung. Ich nehme Ihnen dann die Beichte ab. In die Zelle zurück. Wie Woodward immer noch nicht? Er ist störrisch, aber vielleicht weiß er wirklich nichts. Ich darf Ihnen meinen Stellvertreter vorstellen, Mr. Tathwerk, Inspektor Verney von Scotland Yard. Vielleicht bald mein Nachfolger, das Herz. Sie sollten nur mal sehen, wie der Direktor die Treppen nimmt, wenn einer seiner Schutzbefohlenen aus der Rolle fällt. Ja, lange geht's nicht mehr. Sobald ich die Altersgrenze erreicht habe, ziehe ich mich zurück. Freie Bahn der Jugend. Bloß, ich fürchte, dieses altehrwürdige Zuchthaus ist nicht nach dem Geschmack unseres aufstrebenden Akademikers. Nun, wenn ich offen sein darf, ist diese Art Merry Old England langsam reif für die Möglichste, obwohl ich damit keineswegs Ihre Anstaltsführung meine. Es ist lediglich ein Resümee vergleichender Studien über den gegenwärtigen Strafvollzug in ganz Europa. Ich hoffe nur, dass ich die Altersgrenze erreiche, bevor alle diese modernen Theorien praktiziert werden. Keine Spur von Greg? Seit Dublin ist er nicht mehr gesehen worden. Sicherheitshalber haben wir Interpol angeschaltet. Sagen Sie, wie hört sich eigentlich Woodward, Direktor? Keine Klagen. Er ist mürrisch zum Personal, aber das liegt wohl in seiner Art. Sieh mal an. Morden. Kontrabande. Ziemlich dumm von dir, am Entlassungstag solche Scherereien. Für wen solltest du dir den Kassiber rausschmuggeln? Keine Ahnung. Muss mir irgendjemand zugesteckt haben. Einwickelpapier von Verbandsstoff. Morden hat bis gestern im Gefangenenrevier gearbeitet. Natürlich hat er keine Ahnung, woher das Ding stammt. Können Sie mir erklären, was das heißt? Jawohl, Sir. Vermutlich eine Lageskizze. Leider nur für Eingeweihte, verständlich. M.B. Berkel 17. Oh, wahrscheinlich der Adressat, für Morden als Gedächtnisstütze aufgemalt. Oh ja. Ja, da wollen wir dann mal sehen, was Morden bei mir für eine Platte auflegt. Direktor Carmichael ist verhindert. Er hat mich gebeten, an seiner Stelle die Entlassungsformalität durchzuführen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Was anderes zu sagen ist hier wohl nicht üblich, wie? Jawohl, Sir.
Der Richter Carmichael muss wohl eine Vorliebe dafür haben. Na, dann denken Sie mal daran, dass Sie ab heute wieder ein freier Mann sind. Wieder mit einem Kopf obendrauf, der Sie vor Schaden bewahren soll. Und auch davor, dass Sie jemals hier wieder erscheinen müssen. Das ist klar, Sir. 3 Jahre reichen erst mal. Dabei hatten Sie noch eine Vorzugsstellung als Revierhelfer. Na, was ist nun? Wollen Sie raus oder rein? Reden Sie schon. Ich war vorhin selber wie erschlagen, Sir. Bestimmt hat mir jemand was einbrocken wollen. Tja, das tut mir leid, Morton. Aber da wird sich Ihr erster Schritt in die Freiheit wohl noch etwas verzögern müssen. Was? Deswegen? Ja, deswegen. Zunächst einmal lasse ich Sie durch die hiesige Kripo vernehmen. Und außerdem organisiere ich für Sie Polizeiaufsicht. Und so lange werden Sie wohl oder übel noch hier bleiben müssen. Ich soll also einen Kumpel verpfeifen. Ich sehe, in Ihrem eingeschlafenen Kopf fängt es zu kribbeln an. Sie brauchen mir nichts weiter zu sagen als die Adresse. Sie brauchen mir nur den Absender zu sagen und ich verspreche Ihnen, es bleibt ganz unter uns. Also, auch keine Repressalien gegen den Kumpel, wenn das Ihr Gewissen beruhigt. Na schön. Der aus B40 hat mir das zugesteckt, neulich auf dem Revier. Aber hören Sie, wenn der was rauskriegt, bin ich geliefert. Okay, Morton. Ich bin für Fairplay, auch den Insassen dieses Hauses gegenüber. Sie können gehen. Woodward also. Gib mir erst was zu trinken. Ich habe dich schon nach England abdampfen sehen. In einem Geleitzug von Bullen. Du hast recht, wir dampfen ab. Bloß ohne Geleitzug. Was glaubst du, wer hier war? Bobby Richards. Ah, der euch die Autos besorgt hat? Mit einer Überfahrt für uns beide. Schluss mit dem alten stinkenden Fisch. Es gibt wieder Arbeit für uns. Hier sind sogar 2 neue Pässe. Übrigens alles von Jesses verdammten 30%. Und wie ist Richards an das Geld rangekommen? Oder sitzt Jesse nicht mehr? Hör zu, Jane. Wir wollen uns doch gut vertragen, nicht wahr? Du weißt, dass es mich wahnsinnig macht, wenn ich das Gefühl habe, mich will jemand ausfragen. Also schön, 2 Dinge noch. Aber dann machst du das Abendbrot und wir reden von was anderem. Erstens, da hat einer ein Ding ausbaldowert. Und dafür braucht er ein paar starke Männer. Und zweitens, weil er die braucht, holen wir erstmal meinen alten Freund Jesse aus dem Knast. Und jetzt habe ich einen verdammten Hunger, klar? Sie gehen nicht zur Freistunde, Woodward. Ich bringe Sie zum Arzt. Aufrücken. 24. Hm?
Johnson! Über die Mauer! Der aus 3-2! 3-2? Pech, was, Woodward? 3-2 ist doch sonst Ihr Spazierhof. Mensch, machen Sie bloß keine Geschichten! Sie glauben, Woodward sollte befreit werden? Nach Lage der Dinge ist er so gut wie sicher. Deshalb nahmen wir an, es würde Sie interessieren. Ansonsten ist das ein Fall für die Polizei in Hartford. Ja, vielen Dank, Mr. Chatsworth. Ich setze mich gleich in den Wagen. Morgen eine illustrierte Beilage, Mont. Gib's meine Jungs, ich mache Ihnen ganz England berühmt. Aber Mr. Mont, was fragen Sie mich? Die Kriminalpolizei hat die Untersuchungsergebnisse noch nicht freigegeben. Am besten, Sie wenden sich direkt an die Herren. Ich glaube kaum, dass die so kurze Zeit nach dem Ausbruch schon etwas wissen. Ich wundere mich überhaupt, dass Sie schon fotografieren dürften. Ja, meine Herren, aber das werden Sie ja der Hartford News beantworten können. Wer war der Ausbrecher? Weshalb war er hier? Ich habe die Akte hier. Es handelt sich um Edward Bickett. 45 Jahre alt. Ständig wohnhaft gewesen in London. 16 Mal wegen Diebereien und Betrugs vorbestraft. Zuchthaus wegen Rückfalls. Zurzeit in Einzelhaft, weil er versucht hat, sich durch Fälschung seines Abrechnungszettels einen höheren Einkauf zu erschleichen. Darum verbrachte er auch seine Freistunden auf dem Hof, getrennt von den übrigen Gefangenen. Mein lieber Mann, ihr stürzt euch ja richtig in Unkosten, meinetwegen. Womit habe ich denn das verdient? Wir können es nicht mit ansehen, wenn arme Jungs unschuldig in der Kerkermauern schmachten. Moderne Christen der Tat, verstehst du? Ja, ihr seid strahlende Charaktere. Das Ding mit dem Bäckerauto war klasse. Ich habe mindestens 3 Polizeiautos an uns vorbeirasen hören. Hör zu, Bickett. Heute Nacht bringen wir dich weiter. Ein bisschen Geld geben wir dir auch noch. Und dann verschwindest du auf Nimmerwiedersehen. Verstanden? Normalerweise hätte Woodward hier seine Freistunde verbracht, aber weil er zum Arzt musste, kam Bickett hier rein. Ein wirklich unbedeutender Ganove, der niemals einer Bande angehört hat. Wunderbar, dass Sie die Sache herausgefunden haben. Es war Direktor Carmichaels erster Gedanke. Der Wachposten? Sergeant Horrocks. Ein bislang unbescholtener Mann, aber... Ich schwöre Ihnen, Sir, ich habe nichts mit dem Ausbruch zu tun. Mein ganzes Leben lang bin ich ein ehrlicher Mensch gewesen. Fragen Sie Direktor Carmichael. Seit 20 Jahren arbeite ich jetzt schon unter ihm. Ruhigen Sie sich, Horrocks. Ich kann jederzeit bestätigen, dass Sie ein pflichtbewusster Beamter sind, der bisher zu keinerlei Tadel Anlass gab. Warum dann diese Beurlaubung unter diesen Umständen kurz vor der Pensionierung? Eine Schande. Das ist ganz normal, Horrocks, und keine Schande. Keiner von uns hier macht Ihnen deswegen irgendeinen Vorwurf. Uns liegt nur daran, die Einzelheiten des Ausbruchs zu klären. Also, in der entscheidenden Sekunde treten Sie Bickett gerade den Rücken zu. Ja. Weil die Nachtschicht, die gerade zurückkam, falsch abgezählt habe. Da ließ ich mich ablenken. Kann das organisiert gewesen sein? Ich meine, bewusst herbeigeführt, um Bickett eine Fluchtchance zu geben. Das kann sein, Sir. Und warum haben Sie nicht gleich geschossen, sondern erst die Alarmanlage ausgelöst? Das haben mich schon die hiesigen Kriminalisten gefragt. Ich habe mich da genau an die Vorschrift gehalten. Da heißt es, Alarm auslösen und von der Schusswaffe Gebrauch machen. In dieser Reihenfolge. Und genau nach dieser Vorschrift habe ich gehandelt. Ja, bloß getroffen haben Sie da nicht. Ich war noch nie ein guter Pistolenschütze. Und dann bei meinem Alter und der Entfernung? Das Problem, die Kleider woanders, meine Herren. Ich habe schon mehrmals eine Eingabe gemacht, das Geld für einen zweiten Wachturm zu genehmigen. Aber es gibt wohl keinen Etat im ganzen Königreich, an dem so herumgeknapst wird, wie an dem einer Zuchthausverwaltung. Ein Kassierer? Es kommt mir jetzt auch reichlich naiv vor, aber ich hatte es dem Kerl nur mal versprochen. Aber einer von Woodwards Leuten muss ihm...
Muss ihm der Freischwimmplan in die Hände gespielt haben oder ein anderer. Jedenfalls besteht noch eine Verbindung zwischen hier drinnen und dem da draußen. Wäre es dann nicht das Beste, Inspektor, Woodward unverzüglich in einen anderen Anstalt zu verlegen? Damit schnitt der Mann radikal alle Fäden ab. Was enthielt der Kassierer? Haben Sie ihn noch? Ja, die Lageskizze, die wohl die Mitteilung darstellt. Ein Stück Wald an einer abgelegenen Straße. MB und dann Berg 17. Tja. Ich sehe deutlich, dass ich für die praktische Arbeit absolut nichts tauge. Ich gehe besser zur Universität zurück. Vorläufig müssen Sie den Krankendirektor noch vertreten. Ersparen Sie ihm seelische Erschütterung. Lassen Sie es unter uns bleiben, Inspektor. Am liebsten würde ich Woodward eine Kugel ans Bein binden, wenn das nicht gegen die Vorschrift wäre. Auf jeden Fall habe ich alle nur erdenklichen Sicherheitsvorkehrungen für Woodward getroffen. Trotzdem wäre ich sehr froh, wenn Sie seine Versetzung unterstützen würden. Das werde ich tun, Mister. Stufe! Pass auf! Diesmal sitzen wir an der Quelle, Bob. Das ist eine einmalige Chance. Guter Mann, du hast dir eine Menge Mühe gegeben. Vielleicht mehr noch als unsere Polizei. Aber zu viel Spekulation und zu wenig Fakten. Stil, Stil, nicht Fakten brauchst du in unserem Geschäft, wenn du hochkommen willst. Edward News, Mund. Ich wollte mal fragen, ob Sie was Genaues über den Ausbruch aus dem Zuchthaus erfahren wollen. Natürlich. Wer sind Sie denn? Ich könnte Ihnen so allerlei erzählen. Bloß bezahlen müssten Sie mir das. Dann dürften Sie mich nicht verfallen. Sie sind Bickett, nicht wahr? Ja, und dann müssen Sie gleich hierher kommen. Aber allein, ohne Polente. Gut, Bickett, ich komme. Wo sind Sie? Das Nest heißt Cotticott. Ich warte vom Friedhof. In einer Stunde bin ich da. Cotticott, Cotticott. Bob, halt für ein paar Stunden die Luft an, dann bringe ich auch Fakten. Lass den Platz für seinen Bericht frei. Der Chef wird sich freuen. Vielleicht ist das von Interesse. Horrocks hat eine 20-jährige Tochter, Babette, angeblich ein sehr hübsches Ding. Sie ist seit einiger Zeit mit dem Erben der Brauerei von Tottenham befreundet. Ein in sozialer Hinsicht schiefes Verhältnis. Das Mädchen ist eine kleine Bankangestellte und keinesfalls in der Lage, sich all die Sachen zu kaufen, um in den Kreisen ihres Freundes mithalten zu können. Das sollte ein Mann wie Horrocks auf die schiefe Bahn bringen. Wenn ich mich in dem Mann verkenne, würde ich in Zukunft nur Fahrraddiebstähle bearbeiten. Nur ein Hinweis der Hartforder Kollegen. Naja, von denen stammt auch der Bericht über das gestohlene Hebebühnenfahrzeug. Aber wie gesagt, das hilft uns auch nicht weiter. Das Schlimme ist, ich befürchte, Greig ist wieder im Lande. Ich habe einen entsprechenden Hinweis. Aber die Organisation des Ausbruchs, auch wenn er falsch befreit worden ist, deutet eher auf die Posträuber hin, als auf einen unintelligenten Menschen wie Greg. Und doch, wenn Woodward wirklich befreit werden sollte, hängt die Bande mit dran. Ist William schon da? Ich setze noch Hoffnung auf den Kassierer.
Steve, dein Bericht von der Nachtschicht. Morgen, Sir. Morgen. Ich hatte Pech, aber vielleicht bringt einer der Jungs was über MB mit. Übrigens hat heute früh wird die Hartford News auch in London verkauft. Da gibt's einen Reporter, der muss eine ganz heiße Spur haben. Das wird noch gerade zur Seuche. Nach Brick spielt hier schon der Zweite den Amateurdetektiv. Sind Sie Francis Mond, von dem das Epos hier stammt? Inspektor Varney, Scotland Yard. Moin, moin. Ja, allerdings. Habe die Ehre. Du steckst, Bickett. Das möchte ich auch wissen, Inspektor. Er hat hier angerufen und ich habe mich ungefähr eine halbe Stunde mit ihm unterhalten. Allem Anschein nach nicht. Verstehe. Die Quelle ist die Ihre und Sie wollen sie nicht preisgeben, solange Sie sie nicht restlos leer gepumpt haben. Hören Sie, Mister. Ich kann Ihnen zwar nichts beweisen, aber ich glaube Ihnen kein Wort. Wenn Sie Scotland Yard an der Nase herumführen, dann kann Ihnen das teuer zu stehen kommen. Bitte keine Drohungen, Inspektor. Nicht ich führe den Yard an der Nase herum, das besorgen die Kriminellen. Spätestens seit der Posträuberaffäre weiß das ja jeder in ganz England. Darum ist es für mich gar kein Wunder, wenn man sich nicht an die Polizei um Hilfe wendet, sondern an uns. Also passen Sie auf. Die Leute, die Bickett rausgelassen haben, ja? Das ist meine Kundschaft. Und ich will mich mit Bickett über D unterhalten. Lesen Sie die Hartford News und Sie werden auf dem Laufenden sein. Aber Spaß beiseite. Bickett will wie Sie herausfinden, wer mir über die Mauer geholfen hat. Er möchte dabei seine Erkenntnisse nicht an Scotland Yard verschenken, sondern uns gegen klingende Münze verkaufen. Kann man ihm das verdenken? In gewissen Fällen sind wir auch nicht kleinlich, Mister. Aber er hat uns angerufen und nicht Sie. Wir haben ihm ein Honorar versprochen und wir werden dieses Versprechen halten. Sie dürfen einen flüchtigen Verbrecher nicht unterstützen und wenn Sie ihm noch Geld geben, dann kann ihm das teuer zu stehen kommen. Wir haben uns mit dem Justiziar beraten. Wir werden uns nicht die geringste Blöße geben. Und Sie sind verpflichtet, die Behörden zu unterrichten, wenn Sie wissen, wo sich Bickett aufhält. Klar, auf alle, Inspektor. Ja, nur wissen wir es ja leider nicht. Sie machen einen Fehler und statt ein Verbrechen aufzuklären und uns dabei zu helfen, wollen Sie Kapital ausschlagen. Aber meistens ist das Ende nicht das Kalkulierte. Moin! Der vom Yard schwamm ja raus wie ein Eisberg. Ach, ich brauch den bloß das Quartier von Bickett in Führung zu bringen und er taut auf. Na, wie flutscht der Absatz, Chef? Keine Frage, Mon. Wir hätten heute die Auflage verdoppeln können, so geht das Zeug weg. Heute Nacht habe ich Aushilfen eingekauft. Gute Idee, Chef. Morgen platzt die Konkurrenz vor Neid. Ich hau ab. Spätestens in einer Stunde weiß ich, wo Bickett untergebracht ist. Trotzdem, Mon, damit Klarheit zwischen uns herrscht. Wenn die Sache schief geht, erwarten Sie von mir keine Deckung. Und wenn es klappt, erwarten Sie von mir keine Anhänglichkeit, Chef. Strafgefangener Bickett. Bickett, Sie? Ja, ist meine Zelle noch frei? Die haben mir doch gleich eine Binde umgelegt. Und die wurde mir erst im Keller da, wo sie mich hingebracht haben, wieder abgenommen. Na ja, da haben sie sich von der kulantesten Seite gezeigt. Alles, was recht ist, ich kriegte so ein richtig gutes Steak. Sowas kriegt man ja hier nicht. Das ist ja eine rührende Story. Nun sagen Sie bloß, die Burschen haben sie jetzt ins Zuchthaus befreit, damit sie in aller Ruhe mal wieder ein Steak essen können. Für wie dumm halten Sie mich eigentlich? Nicht doch, Sir, das habe ich ja gar nicht behauptet. Weswegen die mich hier rausgeholt haben, fragen Sie mich wirklich zu viel. Ich kannte ja auch keinen von Ihnen. Außerdem trugen Sie die ganze Zeit eine Maske. Ja. Aber den Keller, den kann ich Ihnen genauestens beschreiben.
Mehr kann ich nicht sagen, Sir. Beim besten Willen nicht. Ich bin nicht für Aufregung kurz vor der Entlassung. Ich will in aller Ruhe meine Zeit hier absitzen. Hoffentlich liegt Ihnen das Steak noch recht lange im Magen. Ich weiß, Sir. 3 Wochen Bau. Sie haben ja auch Ihre Vorschriften. Nichts wissen Sie. Für den Rest Ihrer Strafe sag ich Ihnen keine frohe Minute voraus. Ja, soll ich denn was erfinden, wenn gar nicht mehr wahr? Wo Sie noch immer finden, so geübt sind, Brickett. Machen wir uns nichts vor, Sie zieht ja voll den Burschen. Aber nicht nur die können Ihnen Scherereien machen. Wenn Sie wirklich in London einen Tabakwarenladen aufmachen sollten, dann können wir Ihnen auch Knüppel zwischen die Beine werfen. Serienweise, Brickett. Warum bin ich bloß diese Strickleiter hoch? Chef! Hat er inzwischen hier angerufen? Brickett hat sich heute freiwillig ins Zuchthaus begeben. Ich hoffe für Sie, er erzählt nicht gerade, wer ihn heute Nacht aufgenommen und ihm den Anzug besorgt hat. Noch ist nichts verloren, Chef. Ich habe Brickett gestern Whisky eingeflößt. Da hat er mir den Briefkasten beschrieben. Was außerdem er versteckt wurde, kann ich zur Not selber suchen. Glauben Sie nicht, dass das inzwischen die Polizei auch kennt? Brickett hat Angst vor der Bande. Das ist meine Chance. Ich bringe ihn das Haus. Ich gehe morgen früh gleich selbst los. Übermorgen kommt die Hartford News wieder groß raus. Die Aushilfen für heute Nacht habe ich inzwischen weggeschickt. Dann lohnt sich von Ihrem Honorar ab. Schon gut, Chef. Und jetzt, wo Brickett wieder zurück ist? Auch die Gewerkschaft will, dass die Beurlaubung ihres Vaters so schnell wie möglich wieder aufgehoben wird. Bitte, Miss Hawks. Auch die Presse ist mit Ausnahme der Hartford News voll von Angriffen gegen uns. So sehr ich das auch für Ihren Vater bedauere. Übrigens, die Beurlaubung ist nach wie vor eine reine Formsache. Bitte haben Sie Verständnis. In dieser Situation sind uns einfach die Hände gebunden. Danke. Vielleicht wird sich die Lage sehr schnell ändern, Miss Horrocks. Dann wäre es sehr gut, wenn ich Sie erreichen könnte. Die Nummer der Bank, in der ich arbeite. Ja. Bitte. Lassen Sie den Kopf nicht hängen. Ich bin überzeugt, das wird sich alles sehr schnell zum Guten wenden. Horrocks Tochter. Sie hat sich um ihren Vater bemüht. Die Mühlen der Gefängnisbürokratie mahlen langsam. Haben Sie aus Brickett mehr rausgekriegt? Als ob man es ihm eingepaukt hat. Zu unserer aller Beruhigung. Woodward wird übermorgen nach Gloucester verlegt. Naja, wenigstens ein Trost. Sieg auf der ganzen Linie. Ich habe was Sensationelles gefunden. Ich bin in Hempstead. Hören Sie, das Haus... Hallo, Mann. Was ist denn los? Hören Sie mich nicht. Hier lang.
Nehmen Sie mir die Handschellen ab. Oder übernehmen Sie die Verantwortung, wenn ich mir die Zähne einschlage. Ich weiß, dass es verboten ist, einen Häftling gefesselt einsteigen zu lassen. Denken Sie nur ja nicht, dass Sie die große Lippe riskieren können, weil Sie in eine andere Anstalt kommen. Ihre Charakteristik, die schicke ich Ihnen mit. Verlassen Sie sich drauf. Wenn ich schlechtere Laune hätte, könnte ich Ihnen das als Nötigung auslegen. Tja, wir jetzt. Dieses B-Rechnung und auf Woodwards Kassiba, das ist doch kein Zufall. MB ist Mary Brown, Sir. Bis vor ein paar Tagen wohnhaft in 17 Berkeley Street. Und dass diese Frau ausgerechnet am Tag vor Bickets Befreiung mit unbekannter Adresse verzog, ist der I-Punkt. Leider ist Mary Brown nicht der richtige Name. In unserer Verbrecherkartei sind 365 registriert. Wie soll man sie jetzt nach einer nichtssagenden Personenbeschreibung finden? Dieser Tasberg, dieser idealistisch-kritische junge Mann. Wenn der nur mehr Sinn für Tatsachen hätte. Sehr vornehm ausgedrückt, Sir. Diese Braun hätten wir jetzt und damit ohne Zweifel auch den dritten Mann und vielleicht sogar noch als Zugabe Greg. Der Chef. Danke, danke. Möchte nicht stören, Barney. Und wir sind gerade fertig geworden. Ich will nur einen Augenblick hereinschauen. Was ist mit Bickett? Bickett hat seine Aussage genau abgegrenzt. Viele Momente mögen darin wahr sein, aber der Kern ist erlogen. Und es ist mir bis jetzt leider nicht gelungen, auch nur den geringsten Einbruch bei ihm zu erzielen, Sir. Und Sie hoffen, dass es Ihnen gelingen wird? Bestimmt. Wenn ich Material beschaffe, das ihn verblüfft. Wissen Sie, ich hatte ja eigentlich schon vor, die Fahndung nach dem Fahrer des Fluchtwagens und die Zusammenarbeit mit Interpol wegen Greg zu einer zweitrangigen Sache zu erklären und Sie mit einem neuen Fall zu betreuen. Ausbruch von Bickett hat mich dann zögern lassen, aber im Moment bin ich wieder im Zweifel. Offenbar treten Sie doch immer noch auf der Stelle. Bickett ist inzwischen zurückgekehrt, na und die Restposten? Müsste doch auch einer Ihrer Leute erledigen können. Schon aus rein taktischen Gründen. Gegenüber der Öffentlichkeit. Genauer gesagt, gegenüber der Presse. Brauchte sie für etwas, das sich aufklären lässt. Sie meinen zu einem im Grunde genommen unkomplizierten Fall, dessen Lösung unser Ansehen wieder aufmöbeln könnte. Weiß der Himmel. Nötig hätten wir es. Man trifft immer mehr Leute, die keinen Penny fürs Quartettjahr ausgeben möchten. Tja, seit dem Umzug in das moderne Gebäude sind wir gleichsam durchsichtiger geworden. Man mag das bedauern, aber man muss den Tatsachen Rechnung tragen. Unaufgeklärte Fälle im Zeitalter des Funktionalismus erregen doch einfach moralischen Anstoß. Trotzdem, Sir. Ich weiß, Sie geben nichts auf Vorahnungen und ich habe gewisse Hemmungen, es Ihnen zu sagen. Aber ich komme nicht davon los, dass diese beiden Burschen uns noch erhebliches Kopfzerbrechen machen werden. Aber wieso kommen Sie denn darauf? Ich hätte was gegen Vorahnungen. Von meinen Beamten allerdings erwarte ich, dass Sie danach eintreffen. Steve, heiliges Wochenende, sieh dir das an. Inspektor! Ja, was ist denn? Der Gefangenentransport nach Gloucester wurde überfallen und Woodward befreit. Hier ist die Meldung. Das haben Sie doch schon vor unserem Gespräch gewusst. Peck hat's eben aus der Rohrpost gezogen. Nun? Ein Mann mit Ihren Vorahnungen sollte den Fall Woodward Gregg doch wohl weiter bearbeiten. Naja,
Nun fangen wir wieder von vorne an. Schlechte Sicht, Sir. Da musste ich den Lastzug schlicht von mir her überholen. Das Spitzengrat war schon an ihm vorbei. Da scherte er auf einmal nach rechts aus und versperrte mir den Weg. Der Gratfahrer vor mir drehte sofort eine Schleife, kriegte aber eins verpasst. Und bei mir stand auch schon ein Maskierter auf dem Trittbrett. Die anderen Augenzeugen sind alle schon im Krankenhaus. Gott sei Dank nur leichte Verletzungen. Das Hintergrat wurde von einem hellgrauen PKW gerammt und in den Straßengraben geschleudert. Dann haben sie die hintere Tür aufgesprengt und Woodward befreit. Und Woodwards Bewacher? Waren zunächst von der Detonation wie betäubt. Die Banditen haben sie dann mit dem Fahrer in Woodwards Zelle gesperrt. Es muss alles wahnsinnig schnell gegangen sein. Wir wissen nicht mal die Nummer des Fluchtwagens. Nur, dass er links vorn verbeult sein muss. Na, Williams, dann nehmen Sie mal alle wichtigen Einzelheiten auf. Ich werde inzwischen die Großfahndung einleiten. Woodward und seine Leute dürfen nämlich nicht noch mehr Vorsprung kriegen. Na, wenn dieser Bickett inzwischen ausgepackt hat. 100%ige Information vom Delfin, er hat nicht. Scheint ja ein richtiges Wundertier zu sein, dein Delfin. Ich kenne ihn nicht, aber ich finde es ganz in Ordnung, dass jetzt einer für uns die Kopfarbeit leistet. Ihre Papiere, bitte. Machen Sie hinten mal auf. Was ist denn los, Sarf? Allgemeine Kontrolle. Alles Toastbrote. Der ganze Wagen voll. Danke, Sie können weiterfahren. In Ordnung. Telefon für Sie, Miss Horrocks. Danke, Mrs. Left. Hallo? Miss Horrocks, hier Tasper. Sie erinnern sich? Ja, Mr. Tasper. Ich hätte Sie gern wegen Ihres Vaters gesprochen. Bei der Gelegenheit möchte ich Sie zu einer kleinen Autotour einladen, wenn Sie morgen nichts Besseres vorhaben. Ich kann Sie hier sehr schlecht verstehen, Mr. Tasper. Ich rufe Sie später noch einmal an. Wie lange sind Sie denn noch im Büro? Ach, Johnny? Wenn er ein Kerl ist, holt er dich nachher bestimmt ab. Sein Vater will ihn nach Schottland versetzen und den Wagen wegnehmen, wenn er das tut. Oh, offensichtlich hat er seinem Daddy doch die Zähne gezeigt. Hi, Liebling. Was gibt's Neues bei deinem Vater? Meiner hat mir heute geradezu ein Ultimatum gestellt. Daraufhin. Dass deiner mit Bild dort erscheint, ist der Clou, sagt der feine Brauereibesitzer. Er hat sich moralisch entrüstet, als ob er fürs Unterhaus kandidieren will. Sein Sohn musste passen. Großfahndung nach Woodward und seinen Leuten. Sie glauben gar nicht, wie froh ich bin, dass ich eine monatliche Kündigungsfrist habe. Geht man Ihnen die Schuld? Ja, das fehlt ja noch. Wir haben den Transport abgesichert, wie es den Vorschriften entspricht. Auch was Geheimhaltung betrifft und so, aber trotzdem. Sagen Sie, war Ihr Vater nicht mit dem Fahrer des Transportwagens bekannt? Dürfen wir mal in den Kofferraum sehen, Sir? Danke. Etwas gründlicher könnten Sie schon sein, finden Sie nicht? Immerhin hätten wir einen hinter den Rücklehnen durchschmuggeln können. Sagen Sie mal. Haben Sie noch mehr solche Fragen wie vorhin mit meinem Vater? Das war keine Frage, das war mir als Beispiel gedacht. Musik.
Nach unserer ersten Begegnung hielt ich sie für ein wenig sentimental. Aber jetzt sehe ich, dass sie in diese Welt passen. Wie meinen Sie denn das? Ich kann mir vorstellen, dass ein junges Mädchen aus dem Provinz- und Kleinbürger-Mief raus will. Und dass es dabei alle seine Waffen anwendet. Das ist ganz natürlich. Noch dazu, wenn es von der Natur damit reich versehen ist. Wie Sie, Babette. Sie haben mir eigentlich noch gar nicht gesagt, wie Ihnen mein Auto gefällt. Mein Gott, sind doch die Männer eitel. Bestimmt haben sie die ganze Zeit wie auf Kohlen gesessen, weil ich noch gar nichts über ihr neues Wunderspielzeug gesagt habe. Haben sie es konstruiert? Bei Ihnen hat man wohl noch nie was von Spurensicherung gehört, was? Da ist sowieso nichts mehr zu verderben, Sir. Bevor Sie Ihren Fund meldeten, haben Sie die Handschellen abwechselnd anprobiert. Mit der Stoßstange dürften Sie wohl nirgends Argwohn erregt haben. Woodward Wander hat jetzt über 3 Tage Vorsprung. Das hier ist die erste Spur. Hier stand vermutlich der Wagen, in den Sie umgestiegen sind. Mach mir einen schönen Abdruck, Gary. Sir, ein Anruf von der Hartforder Polizei. Der Zeitungsreporter Mont ist seit ein paar Tagen verschwunden. Mordverdacht. Der Amateurdetektiv. Aus der Richtung müsste der Schuss abgegeben worden sein, während Mont mit seinem Chef telefonierte. Das war am Donnerstag. Heute ist Montag. Der Chef hat erst heute Morgen die Vermisstenanzeige gemacht. Die Gesprächsunterbrechung schien ihm nicht ungewöhnlich zu sein. Er dachte, es liegt an der Leitung. Jawohl, an seiner eigenen, so ein Idiot. Wer muss doch einen Schuss gehört haben? Niemand hat was gehört oder bemerkt, auch nicht die Anwohner. Vom benachbarten Flugplatz starten Tag- und Nachtdüsenflugzeuge. Eine Schärfe beweist, die Scheibe wurde durchschossen. Hier unten fanden wir auch Blut aus Monts Gruppe. Leider nahmen die Hunde die Spur nicht mehr auf. Monts Wagen haben wir sichergestellt. Bis jetzt nichts Aufschlussreiches entdeckt. Bloß, er hat so eine Art Wochenendhaus gehabt. Ja, und? Einem Londoner Kollegen gegenüber möchte ich mich vorsichtig ausdrücken. Wir haben Grund zu der Vermutung, dass er dort jemand versteckt hielt. Bleiben Sie an der Tür stehen und erzählen Sie haargenau, was Sie nach dem Ausbruch getrieben haben. Keine Mädchen. Und glauben Sie nicht, dass ich in den letzten Tagen geschlafen habe. Jetzt kommen Sie mit Ihren verdammten Lügen nicht mehr durch. Ich habe nicht gelogen, Inspektor. Wie oft haben Sie mit Mont telefoniert? 3-mal. Und wie oft haben Sie ihn getroffen? Nie. Quatsch. Whisky haben Sie zusammen gesoffen. Wir haben Ihre Fingerabdrücke an der Whiskyflasche gefunden. Und die von Mont. Ach, Schluss mit den Lügen! Ja, das hat man nun davon. Inspektor, ich wollte nur den Mont nicht mit reinziehen. Aber wenn Sie die Sache mit der Pulle schon wissen... Ich habe mich die eine Nacht in seiner Laube versteckt. Und was haben Sie ihm da erzählt? Was ich Ihnen gesagt habe, mehr weiß ich ja nicht. Was er daraus gemacht hat für seine Zeitung. Nun, hat Bickett ausgepackt? Nur, was wir ihm nachweisen konnten. Darf ich ihn aushelfen, Inspektor? Übrigens, falls es Sie interessiert, ab September bin ich wieder am College. Dozent für römisches Recht. So wie Direktor Carmichael seinen Dienst hier wieder versehen kann, hat mein Ausflug in die Praxis ein Ende gefunden. Bitte schön. Glückwunsch, wenn Ihnen die Theorie mehr liegt. Theorie? Na, wie sich das aus Ihrem Munde anhört. Vermutlich bin ich das, der Sie das so aussprechen lässt. Solche Pannen wie hier können da jedenfalls nicht passieren, nicht? Ein Whisky, der würde mich jetzt glatt umwerfen. Lass es euch schmecken, ihr Helden. Ja? Bildet euch nicht ein, dass ihr nur von Zigaretten leben könnt. Alles ein Wahnsinn. Kerl ist ein völlig unbeschriebenes Blatt. Was muss er denn noch tun, Jesse? Schließlich hast du das Abendbrot hier ihm zu verdanken.
Alles geändert, Jungs. Dreimal googeln gilt nur für geschehen. Wahrscheinlich wird sie einbrechen, aber das macht nichts. Du bekommst sofort den besten Anwalt und in spätestens einer Woche kannst du schon wieder tanzen gehen. Was denn? Hey, Geliebter, willst du nicht mal was für deine liebe Jane tun? Ich habe nicht gerne mit der Polizei zu tun. Hör zu, Jane. Du hast nichts auf dem Kerbholz. Niemand kann dir auch nur das Geringste beweisen. Du sagst eine Litanei auf und dann können sie dich mal. Sie muss die Bullen von uns ablenken. Wir beziehen ein neues Quartier weiter weg von der Küste. Hier ziehen sie immer mehr Leute zusammen. Reden Sie lauter, Peck! Wo haben Sie sie erwischt? Als sie ein Boot besteigen wollte, westlich von Catmaws. Außerdem eine Meldung ebenfalls aus Catmaws. Vermutlich das Versteck der Bande gefunden, allerdings ohne die Männer. Gut, Peck, ich fahre gleich los, wir treffen uns dort. Und die sollen die Hedgehog da behalten. Wirklich, Miss Hedgehog, Sie sind das, was man eine anziehende Frau nennt. So ein ehemaliges Mannequin versteht etwas aus sich zu machen. Umso unverständlicher ist mir, Miss Hedgehog, dass gerade Sie sich an den kleinen fiesen Ganoven Greg gehängt haben. Was soll die Predigt? Bin ich hier in der Kirche? Ja, begreifen Sie denn nicht, was passiert ist? Dieser Greg hat Sie in eine Falle geschickt, damit er nicht ins Zuchthaus kommt. Und wenn er jetzt durchgeschlüpft ist, dann sozusagen auf Ihre Kosten. Er war mir gegenüber immer fair. Ich bin sicher, diese Meinung über ihn werden Sie bald ändern. Hinter Gittern sieht man die Dinge nüchtern an. Und Zeit genug werden Sie dazu haben. 2, 3 Jahre Gefängnis kommen zusammen. Sie können mir gar nichts beweisen. Man war so fair und hat Sie falsch informiert. Ich brauche Sie bloß dem irischen Hotelportier gegenüberzustellen, der sie mit Greg zusammengesehen hat. Fluchtbegünstigung nach schwerem Raub. Das ist kein Kavaliersdelikt. Bis Sie die Freiheit wieder erblicken, sind Sie garantiert ein paar Jahre älter geworden. Der Lastwagen wurde in der Nacht vor dem Überfall in London gestohlen und keine Anhaltspunkte weiter. Und der Personenwagen ist nicht mehr identifizierbar. Die Wagennummer natürlich falsch, die Motornummer ausgestimmt. Wir gehen natürlich alle einschlägigen Diebstähle durch. Inzwischen haben wir wenigstens den Waffentyp. Dieselbe belgische FN, die schon bei dem Banküberfall abgefeuert wurde. Sicherlich noch in Gregs Besitz. Alle Personen, die von dem Gefangenentransport wussten, haben wir eingehend überprüft. Sogar den jetzt amtierenden Zuchthausdirektor, den ich vorübergehend beobachten ließ. So, den Zuchthausdirektor. Ja, er wurde mit der Tochter des belasteten Gefängnisbeamten gesehen. Immerhin wäre ja eine Querverbindung möglich gewesen. Außerdem sprach zunächst ein verhältnismäßig teurer Sportwagen gegen ihn. Ich meine, es schien so, als lebe er über seine Verhältnisse. Aber er hat amtlich belegt, eine reiche Tante in Schottland beerbt. Inzwischen neige ich zu der Annahme Tesbergs Verbindung zu kleinen Horrocks. Entspringt sein Bedürfnis, die Scharte mit dem unterschlagenen Kassiba wieder auszuwetzen. Also noch ein Amateurdetektiv. Was ist denn mit dem anderen, mit diesem Reporter? Nach dem suchen wir jetzt mit dem besten Hund Großbritanniens. Nelson wurde eigens dafür aus Glasgow herbeigeschafft. Im vorigen Jahr hat er eine Leiche in 1 Meter Tiefe aufgespürt. 1000 Fakten, trotzdem kein klares Bild. Wir müssen einen Gang runterschalten, Barney. Ich muss die Großfahndung abblasen lassen. Aber Woodward und Greg sind noch auf freiem Fuß, Sir. Ja. Die Abteilung, die zu leiten Sie die Ehre haben, hat sich nicht gerade mit Ruhm bedeckt. Das meinen Sie doch wohl. Und leider ist das schon gar kein Grund, um die Großfahndung mit Ihrem ungeheuren Aufwand noch länger zu rechtfertigen. Nein, nein. Geld ist genug verpulvert worden. Prestige verloren. Die Presse will einen Scalp. Wenn nicht Woodwards oder Greggs, werden wir fürchtlich unseren eigenen liefern müssen. Scotland Yard am Ende seines Latein, das hat schon die Überschriften erobert. Und meine Leute wissen fast schon nicht mehr, wie man in einem Bett schläft. Eben. Wir brauchen eine Atempause, um wieder Luft holen zu können. Und dazu verhilft uns ein kleiner Sieg. Wir haben die Headshop. Wir müssen ihn nur groß genug herausstellen. Meine Frage lautet, wie, Sir? Also von mir aus eine Pressekampagne, ne? Dass die Headshop alles daran gesetzt hat, um Greg zu decken, dass sie eine wichtige Fluchthelferin war. Dass sie zusammen mit Greg das geraubte Geld durchgebracht hat und dass sie nun ihrem gerechten Urteil entgegensieht. Es tut mir leid, Sir, ich bin anderer Meinung. Wir müssen zumindest den ärgsten Schreihälsen das Maul stopfen. Und ich dachte, wir sollten ein paar Gewaltverbrecher dingfest machen.
Ich weiß nicht, wo das noch alles hinführen soll. Keine Mitarbeiter in der Bevölkerung. Stattdessen nur Hohngelächter über jeden Misserfolg. Die Presse, die pfuscht uns ins Handwerk. Die Kurve der Kriminalität steigt und die der aufgeklärten Fälle sinkt immer mehr. Und dann sollen wir in der Öffentlichkeit taktieren. Sir, ich bitte Sie, veranlassen Sie die Freilassung der Hedgehog. Ich brauche Sie ganz einfach als Lockvogel. Wenn wir uns nicht dem Zufall ausliefern wollen, müssen wir Sie freilassen. In der Hoffnung, dass die Bande zu ihr Kontakt sucht. Oder sie zeigt uns den Weg. Darin sehe ich momentan die einzige Chance. Barney? Inspektor Barney? Dann lerne ich ja den Mann kennen, der durch den Wunderhund Nilsson abgelöst werden sollte. Na, wenigstens hat der den ermordeten Reporter gefunden. Ich bin informiert, wie Sie sehen, meine Herren. Umso besser, Miss Milbrook. Das wird hoffentlich unsere heikle Mission erleichtern. Es betrifft nämlich Miss Hedgehog, Ihre Nichte. Was Sie nicht sagen, Inspektor. Sie sind wohl durch nichts zu erschüttern. Ich besitze seit 15 Jahren einen Fernsehapparat und habe rundgerechnet über 1000 Krimis gesehen. Kann Sie da noch was erschüttern? Allerdings, Mrs., das überzeugt. Nun zu Ihrer Nichte zurück. Wir möchten ein baldiges Wiedersehen für Sie arrangieren. Das Verfahren gegen Sie ist eingestellt worden, mangels an Beweisen. Miss Hedgehog hat Interesse, unter Ihre Fittiche zu kriechen. Hätten Sie was dagegen? Ganz und gar nicht. Ich hoffe, dann kommt endlich wieder Leben in meine Bude. Daran wird es ganz gewiss nicht fehlen. Ich habe gleich noch einen Untermieter mitgebracht, meinen Assistenten Steve Williams. Er müsste sich natürlich einen anderen Namen und einen anderen Beruf zulegen, der ihm, sagen wir mal, eine gewisse Unabhängigkeit gestattet. Ich schlage Schriftsteller vor. Oh, wenn Ihnen der Beruf besonders liegt, warum nicht? Hier geht es doch nicht um irgendwelche Zu- oder Abneigungen. Es muss in den Plan passen. Ihr hättet die Hedgehog nicht rauslassen dürfen. Ich verstehe ja nicht viel vom Paragraphen, George. Eben deswegen bin ich dir in einer Beziehung überlegen. Ich kann mir besser vorstellen, was der Mann auf der Straße denkt. Und glaub mir, der ist wütend darüber. Der Mann auf der Straße, wenn ich das schon höre. Seit wann plapperst du denn dieses Zeug aus den Zeitungen nach, Catherine? Hier. Ich bin schon vielen Leuten begegnet, aber den Mann auf der Straße, den habe ich noch nicht getroffen. Die Hedgehog steht unter Polizeiaufsicht. Wir können sie jederzeit festnehmen, wenn neues Beweismaterial gegen sie vorliegt. Bitte. Danke, Wiedersehen. Sie wünschen, mein Herr? Ach, zeigen Sie mir doch mal ein paar Stoffe. Flottes Glentrick vielleicht? Nein? Den da. Den braunen. Ich weiß nicht. Vielleicht soll ich doch erst meinen Entscheider befragen. Haben Sie schon gelesen, Mr. Cook? Die widerwärtigsten Leute, die es gibt, sind doch diese Zeitungsfritzen. Morgen weiß bereits jedes Schulkind in diesem Brecknis, dass sie die Freundin von Greg war. Sinnige Überschrift. Gefahr für die Junggesellen von Blythe. Wo haben die bloß deine Maße her, Jane? Das weiß ich. Vielleicht aus dem Atelier, wo ich zuletzt gearbeitet habe. Also wirklich, ein bisschen besser auf dem Laufenden könnten Sie sein. Sagen Sie, Mr. Cook, als Schriftsteller müssen Sie da auch sowas wissen. Kann man nicht einfach seinen Namen wechseln und untertauchen? Was denn, Jane? Du willst mich schon wieder verlassen? Sollen Sie erst mit Fingern auf uns zeigen? Nun reden Sie schon, Mister. Ich möchte die Sache loswerden. Mir hängt sie endgültig zum Halse heraus. Scotland Yard könnte sicher viel für Sie tun.
Es gibt da aber, glaube ich, vorher noch eine Menge Papierkram. Es sei denn, es hat sie jemand bedroht. Bedroht, bedroht. Muss es denn immer erst so weit kommen? Weg hat Sehnsucht nach dir. Der kleine Süß ist schon ganz durcheinander. Komm, steig ein. Ich hab dir was Wichtiges zu sagen. Ich kann nicht so lange von zu Hause wegbleiben. Meine Tante passt auf mich. Tja, Sie haben Ihren Willen gehabt, Warne. Leider ist das nicht gut gegangen. Die Bande ist wieder komplett. Und wie es scheint, sammelt sie sich, um erneut loszuschlagen. Ja, es kann jeden Tag wieder losgehen. Ich habe meinen Rüffel schon eingesteckt. Aber bitte glauben Sie nicht, dass ich ihn hiermit an Sie weitergebe. Muss ich nur mitteilen, dass ich sie nicht unbegrenzt decken kann, Warne. Kennen Sie Pembrokeshire? Tja, eine Grafschaft in Wales. Am Ende der Welt. Am 1. August geht der dortige Leiter der Kriminalpolizei in Ruhestand. Wir suchen einen Nachfolger. Ich dachte nicht, dass es schon so ernst ist. Tut mir leid, Warney, aber ich denke, es ist besser, Sie wissen Bescheid. Dann müssen wir eben zu anderen Mitteln greifen. Mit dem Florett kommen wir nicht weiter. Und gegen wen richtet sich Ihr Unternehmungsgeist? Immer noch gegen Bigot. Vor ein paar Tagen ist er aus dem Zuchthaus entlassen worden und hat sich in London einen Tabakwarenladen gemietet. Aber dazwischen liegt etwas, was meinen Verdacht gegen ihn verstärkte. Als erstes suchte er die Redaktion der Hartford News auf und erleichterte den Chef um einige Pfunde. Der Whisky steht im Schrank wie immer. Bedienen Sie sich, großer Meister. Wichtiges Spiel. Letzte Begegnung vor dem Cup-Finale. Sie leben auf dem Mond. Seit wann interessiert sich eigentlich ein Rugby-Spieler wie Sie für Fußball? Neuerdings, vom Berufswegen. Wie ich Ihnen schon erzählte, bin ich mit mehreren Clubs. Guten Appetit. Bin ich mit mehreren Clubs dick im Geschäft. Unsere Profis sollen vor einigen kapitalschweren Seelenaufkäufern geschützt werden. Gestern ist es mir gelungen, den ersten italienischen Schnüffler matt zu setzen. Die Fußballaushaber hat ja auch mal ein Ende. Okay. Was wollen Sie von mir? Ihren Whisky trinken. Und was wirklich? Sie fragen, ob Sie nicht Lust hätten auf ein Geschäft mit uns. Lust schon. Nur wenig Zeit. Das ist eine von den Sachen, wo uns die Hände gebunden sind. Eine Arbeitszeit eine Stunde, aber Sie schaffen das in kürzerer Zeit. Und worum geht es? Das sage ich Ihnen erst, wenn Sie sich entschieden haben. Sie rufen mich also an. Nach 3 Tagen suche ich mir einen anderen. Aber dass Sie sich dann nicht wieder bei Scotland Yard beschweren, dass wir Ihnen nichts zu tun geben. Also, überlegen Sie sich das. Reichen Torsegen. Pete hätte sich nur noch gern mit dir über das Fußballspiel unterhalten. Dann wirst du wenigstens ein paar Tage ausspannen können. Es wird nicht mehr lange dauern. Da werde ich mich Pete jeden Abend widmen können. Im August werde ich wahrscheinlich oberster Sheriff
von Pembroke sein. Pembroke? Soviel ich weiß, gibt es da mehr Schafe als Menschen. Und die zerklüftete Küste zu irischen Seen. Und grasbestandene Hügel und 350 Regentage im Jahr. Und die schwersten Verbrechen, die dort begangen werden, sind Fahrraddiebstähle. Bis dahin muss ich Pete eben noch gedulden. Sie können anfangen, Mister. Sagen Sie Ihrem Chef jede Minute einen Pfund. Sehen Sie auf die Uhr. So viel möchte ich auch mal verdienen. Mein Heim, meine Burg. Denken Sie hin, Oakley. Die Behörde der Königin lässt keine Abhöranlage installieren. Das ist was für Privatdetektive. Kein Schatten für das Scotland Yards Renommee. Okay, Sir, beide Dinger sind untergebracht. Funktionsproben erfolgt. So wie Bicke zurück, schalte ich das Bandgerät ein. In Ordnung, Williams. Ich hoffe bloß, dass die kleinen Richtfunksender an dem Mikrofon nicht ausfallen. Wir haben damit schon mal Ärger gehabt. So, dann kann es also losgehen. Was ist los, Chef? Können wir anfangen? Hier auf dem Hof ist alles okay. Seid ihr klar? Ich hab meinen Mann. Ich hoffe, unsere macht auch keine Faxen. Meine Dame.
Wunderbar, Chef. Die beiden sind schon im Tresor. Gleich sind wir soweit. Bleibt ruhig. Vor allem auch, wenn ihr die Geldkiste rausschafft. Es muss ganz wie der normale Transport aussehen. Da beachtet euch kein Mensch. Chef, wir kommen. Nachsehen. Ich wollte wenden, aber jetzt ruckt und rührt er sich nicht mehr von der Stelle. Los, Jungs, steigt aus! Wir müssen einen verdammten Wagen wegschieben, sonst komme ich hier nicht raus! Wachst hier nicht an! Vorn steht er! Ach, das ist aber wirklich reizend von Ihnen, meine Herren. Ich habe nämlich keine Ahnung von technischen Dingen. Mein Sohn kümmert sich sonst um den Wagen. Als ich den Gang einlegen wollte, da... Gottes Willen, das ist ja Miss Horrocks. Und warum, Miss Horrocks, müssen die ab und zu in den Keller? Gleich neben dem Tresor liegt ein Kellerraum für die Ablage von alten Akten. Dann kennen Sie also auch den weiteren Weg zum Tresor, einschließlich der Sicherungseinrichtung. Die Aktenablage liegt davor. Nun, Miss Horrocks. Irgendwer... Vielleicht hilft uns die Nächste weiter. ...muss Ihre Kenntnisse sich zunutze gemacht haben. Der Ablauf des Überfalls nach einem genau kalkulierten Plan deutet darauf hin, dass die Bande informiert war. Also, Miss Horrocks, denken Sie mal in Ruhe nach. Mit wem haben Sie darüber gesprochen? Aber ich bin doch nicht die Einzige, die in den Keller musste. Den Weg dorthin machen noch mehr Angestellte, also wissen noch mehr Menschen über diese Dinge Bescheid. Die werden auch noch befragt. Aber gewisse Umstände deuteten darauf hin, dass wir Sie zuerst befragen mussten. Sie meinen wegen Vater? Ja, schließlich war er schon einmal in den Fall Woodward verwickelt. Mindestens einmal. Aber was für ein Unsinn, entschuldigen Sie, Inspektor, aber dann hätte doch wohl die Bande kaum mich benutzt, um den Wachmann am Kellereingang zu täuschen. Trotzdem, Miss Horrocks, beantworten Sie mir meine Frage. Mit wem haben Sie über den Zugang zum Tresor gesprochen? Mit niemandem, das darf ich doch gar nicht. Ich bitte Sie, Inspektor, lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Ich sehe nur immer diese Frau vor mir. Es war so entsetzlich. Wenn es bloß nicht wieder auf meinen Vater zurückfällt. Dieser Varney brachte ihn auch sofort damit in Verbindung. Ich gebe zu, das war zuerst noch mein Gedanke. Aber ihr irrt euch. Mein Vater hat bestimmt nichts damit zu tun. Genauso wenig wie damals bei Bigot Ausbruch. Vergiss nicht, Liebling, ich bin nicht mehr Zuchthausdirektor. Mich geht der ganze Fall nichts mehr an. Was für eine Erklärung hast du? Bis jetzt eben keine. Hoi? Sie hatte genau die gleiche Frisur. Sogar mit der Blume dran. Na bitte. Vielleicht hilft uns das weiter. Aber das Beste ist,
Die Blume hat mir der Fotograf aufgeschwatzt. Er hat sie mir nur für die Aufnahme geliehen. Donnerwetter. Das ist ein pfundschwerer Tipp. Atelier Doherty. Wie wär's, wenn du die Adresse diesem Warney bekannt gäbest? Vielleicht springt doch eine Belohnung für dich raus. Sag mal, hat eigentlich dein ehemaliger, dieser bärtige John Parrish, auch dieses Bild? Sie waren schon aus Tottenham raus, da fing er an. Ich solle ihm einen Gefallen tun. Er wisse nicht, wie ich dazu stehe und es sei auch recht ungewöhnlich, aber es wäre in der letzten Zeit zwischen seinem Vater und ihm zu ernsthaften Streitereien gekommen und er befürchtete geschäftliche Manipulationen, für die er nicht gerade stehen könne. Kurzum, er wollte von mir wissen, wie gewisse Konten sich bewegen. Er mutete Ihnen die Preisgabe eines Bankgeheimnisses zu. Ja, Inspektor. Ich muss ihm einen recht unfreundlichen Blick zugeworfen haben. Er war richtig fertig. Er ist sonst ein ziemlicher Snob. Ja, und dann an dem Abend sagte er nur noch, wirf mir nur an den Kopf, dass ich dich im Stich gelassen habe und dass ich ein Schuft bin und dass ich dich in ein Verbrechen hineinziehen will. Ich bin dann aus dem Wagen raus und mit der Bahn nach Hause. Tja. Das ist eine merkwürdige Sache. Das finden Sie doch auch, Mr. Tasberg. Ach, wissen Sie, ich persönlich messe dem eigentlich nicht so viel Bedeutung bei. Schließlich ist Parrish, na, was man auch gegen ihn sagen mag, nach Erziehung und Herkunft ein Gentleman. Ein Gentleman, wenn es danach geht. Wissen Sie eigentlich, Mr. Tasberg, dass ich Sie einige Tage auf meiner Liste hatte? Keine Ahnung. Womit habe ich denn diese Ehre verdient? Nun, Sie rückten automatisch in die engere Auswahl nach der Befreiung von Woodward. Und Sie kannten den Weg, Sie kannten die Wache. Und Sie waren also in der Lage, ihm durchaus über die Mauer zu helfen. Na, aber hören Sie mal, Inspektor. Das ist ja fantastisch. Ja, wir durchfilzten damals Ihr Leben. Und alles, was wir fanden, war echt. Wir ließen Sie sogar beobachten. Und da gab es allerdings noch diese Geschichte mit dem Ausflug mit Miss Horrocks, der uns einiges Kopfzerbrechen machte. Ja, und eine Fahrt nach London. Wo waren Sie da? Das weiß ich nicht. Das müssen Sie doch wissen. Sie haben mich doch beobachten lassen. Vielleicht im Theater oder im Zoologischen Garten. Tja, ich weiß es auch nicht mehr. Na, wir haben es ja notiert. Jedenfalls war es nichts Verdächtiges. Und nun servieren Sie uns noch den John Parrish. Vorbereitung eines Banküberfalls. Und ich will seine ehemalige Freundin Miss Horrocks mit reinziehen. Wenn Sie wüssten, was wir schon für Spuren verfolgt haben. Und alle führten uns in die Irre. Schon gut, Inspektor, wir wollen uns nicht aufdrängen. Möglicherweise sieht sie Gespenster. Aber vielleicht kannst du noch das Bild erwähnen. Und diesen merkwürdigen Zufall, den die tote Hedgehog am Kopf hat. Oh. Was darf denn sein, meine Herren? Mr. Doherty, der Inhaber des Ateliers, Scotland Yard. Scotland Yard? Oh, ein Premierenereignis. Was treibt Sie denn in meine Kunststätte? Ein Banküberfall. Ein Banküberfall? Ihr vom Yard seid ja launen, ihr Burschen. Wenn Sie sich gefasst haben, dann werde ich ein paar Fragen an Sie stellen. Ich hab ja gewusst, so launig seid ihr nun auch wieder nicht. Nun, womit kann Ihnen der gute Frank dienen? Schießen Sie los! Und das sage ich natürlich nur, weil ich weiß, dass unsere Polizei unbewaffnet ist. Caroline! Wie findest du die beiden echten Holmes? Zwei Burschen vom Yard, höchst dero persönlich. Schade. Ich möchte euch so gern mit Blumen bewerfen. Ja, was soll das, Johnny? Ich will nicht mehr, dass du mich abholst. Ich musste dich sprechen. Die Polizei ist hinter mir hier. Wie? Zwei meiner Freunde wurden heute befragt. Heute Nachmittag ist mir jemand im Wagen nachgefahren.
Ich möchte nur eins wissen. Hast du über meine Bitte neulich mit irgendjemand gesprochen? Ja, ich habe es meinem Freund erzählt. Mr. Parrish, Scotland Yard. Steigen Sie bitte aus. Haben Sie eine Schusswaffe bei sich? Eine Schusswaffe? Ich verstehe das nicht. Was machen Sie denn da? Ich denke, ich habe ein Recht auf Erklärung. Beantworten Sie erst meine Frage. Ich habe gar keine Waffe. Das heißt, irgendwo muss in unserem Landhaus noch ein altes Luftgewehr rumstehen, mit dem ich als Kind Spatzen schoss. Wie ein Luftgewehr sieht das gerade nicht aus. Mr. Parrish, folgen Sie mir. Sie stehen unter Mordverdacht. Sagen Sie, der wievielte Mann in der Reihe? Der dritte von rechts, das ist er, ganz sicher. Danke, Mr. O'Brien. Ich bitte Sie, Dorothy, festzustellen, ob derjenige, der Ihnen das Negativ abgekauft hat, unter den sechs Männern ist. Na, keine Faxen, es geht hier um Mord. Ja, Reiz der Neuigkeit ist ohnehin vorbei. Jetzt wird's allmählich lästig. Er ist nicht dabei. Ist das Ihr Ernst? Schließlich bin ich Fotograf. Ich werde mich wohl auf Gesichter auskennen. Sie wollen uns wohl die Arbeit erschweren, was? Auf der Zeichnung, die wir Ihnen vorgelegt haben. Da haben Sie ihn doch erkannt. Na, so eine Skizze regt ja auch die Fantasie an. Aber das hier ist doch reiner Naturalismus. Gratuliere, Varney. Die Expertise hat ja nun bestätigt, dass Mond und die Headshop in der Tat mit der gleichen Waffe erschossen wurden. Ich habe daraufhin gleich die Presse eingeladen. Hat Parrish gestanden? Hoffentlich gesteht er nicht. Ich war bisher immer der Ansicht, dass das dem Hirne eines Mannes entsprungen ist. Der Befreiungsversuch, bei dem Bickett aus Versehen entkam, der Mord an Mond und an der Headshop. Die Befreiung Woodwards und sein Untertauchen und schließlich dieser letzte Banküberfall. Für das alles kommt Parrish überhaupt nicht in Frage. Ja, wie sind Sie dann darauf gekommen, in Parrish Auto nach einer Pistole zu suchen? Ein anonymer Anruf, Sir. Parrish streitet aber alles ab. Und bis auf das Gespräch mit der Horrocks. Fingerabdrücke haben wir von ihm auch keine gefunden. An keinem Tatort. Und auch nicht an der Pistole, Sir. Andererseits bleibt die ominöse Fotogeschichte, die ihn als erstes belastete. Nach dem Hinweis der Horrocks suchten wir den Fotografen auf und als wir das Negativ dann von ihm verlangten, und da erinnerte er sich plötzlich, dass er es verkauft hatte. Seiner Beschreibung nach an Parrish. Aber bei der Konfrontation, da widerrief er dann wieder. O'Brien, der Wachmann der Bank, aber zeigte auf Parrish. Und der bis jetzt für die Tatzeit kein Alibi hat. Reichlich unangenehm, Varney. Damit kann Parrishs Rechtsanwalt mehr anfangen als wir. Schön. Eine andere Variante. Die Hawks will sich an ihrem verflossenen Liebhaber rächen. Ein Doppelmotiv. Erstens enttäuschte Liebe. Zweitens, kein gesellschaftlicher Aufstieg durch Parrishs Treulosigkeit. Haben Sie den anonymen Anrufer nicht identifizieren können? Wir haben den Anruf auf Tonband. Ein Mann, wahrscheinlich nicht alt, Londoner Slang. Ich habe das Band heute Morgen Tasberg auch vorgespielt. Er ist auch meiner Meinung, Woodward ist es nicht. Leider haben wir keinen, der Greg aus jüngster Zeit kennt. Sie sind also überzeugt, der Anruf kommt aus dieser Richtung? Ich halte es nur für möglich, Sir. Dass man Parrish belastet, um den Verdacht von sich abzulenken. Und die Bande ist nach wie vor wie vom Erdboden verschwunden. Was mache ich denn jetzt mit den Leuten von der Presse? Keine rosige Lage. Die Presse können wir abbestellen. Warum sich schon, jedenfalls, was die Daumen angeht.
So trifft man sich also wieder. Was darf es denn sein? Bist du allein hier? Hör mal, du Früchtchen. Warum bist du denn eigentlich getürmt? Die Tür ist plötzlich aufgegangen. Ich bin herausgeschleudert worden. In der Kurve. Ehrenwort. Du kannst dir vorstellen, dass wir ein bisschen Wut auf dich haben. Sind deine Fensterscheiben versichert? Hast deine Lebensversicherung abgeschlossen? Ich kann doch nichts dafür, dass alles so gekommen ist. Ich habe nichts, aber auch gar nichts verpfiffen. Ich habe immer gesagt, du hättest eine Maske getragen. Und auch von dem Bäckerauto kein Wort. Meine Sorte. Wohnst du allein hier? Ja, ganz allein. Wunderbar. Na, allzu viel Kundschaft scheinst du wohl nicht zu haben. Könntest sicherlich ein paar Pfunde gebrauchen, was? Das schon. Obwohl, wenn sich das hier richtig einläuft. Das heißt, wenn die Bude hier mehr abwerfen würde, hätte ich sie ja nicht für 100 Pfund Pacht gekriegt. Also pass auf, Freund. Ich schenke dir eine Karte für das Club-Endspiel am kommenden Sonntag. Dafür vergisst du, deinen Laden abzuschließen. Oder noch besser, ich komme, du gehst. Bei deiner Rückkehr ist dann alles vorbei und 100 Pfund liegen für dich hier auf dem Tisch. Ich bin Geschäftsmann. Außerdem zählt allmählich bei mir schon jede Sache doppelt. Beim letzten Mal haben sie mir Zuchthaus gegeben wegen der Lappalie. Zieh bloß keine Show ab. Du wirst mehr Geld haben, wie ich dich kenne. Ihr müsstet so tun, als ob ihr bei mir einbrechen wolltet. Aber 100 Pfund? Ihr gebt euch doch bestimmt nicht mit kleinen Fischen ab. Da fällt doch auch für mich etwas mehr ab. Sagen wir 150. Ja, was ist denn? Sir, Perisch Rechtsanwalt ist wieder hier. Er möchte Sie unbedingt sprechen. Ja. Na ja, ich komme. Inspektor, wollen Sie sich mit dem allergrößten Erfolg blamieren? Mein Klient hat Ihnen doch die Story von dem blauen Hillman erzählt, der Ihnen den ganzen Nachmittag nachgefahren ist. Spielte der nicht schon bei dem Banküberfall eine Rolle? Ich bitte um Entschuldigung, Mr. Scott. Ihr Unglückshabel wird wahrscheinlich in wenigen Stunden wieder frei sein. In aller Wahrscheinlichkeit hat man Parrish und die Waffe hinein praktiziert. Der Schein sprach zunächst gegen ihn. Sir Williams. Pardon. Panne. Haben Sie neue Anweisungen, Sir? Können Sie den Mann bei Biggett beschreiben? Mittelgroßer, schlanker 40er, würde ich sagen. War weder Woodward noch Greg. Er fuhr weg mit einem grauen Hirn. Konnte ich nicht mehr erkennen. Ihre Arbeit ist jetzt so wichtig, dass Sie mich jederzeit sprechen können. Sie haben sogar das Recht und die Pflicht, mich aus dem Bett zu holen. Gut, Sir. Dann wird das Wochenende hoffentlich etwas spannender. Bis jetzt komme ich mir ja irgendwie pensioniert vor. Irgendwie werde ich pensioniert, wenn hier was schief geht. Ende. Mr. Croft. Herr Mr. Croft, bitte fragen Sie nicht nach dem Warum, aber Ihr Klient muss noch hier bleiben. Suchen Sie jetzt das Band. Das hast du Sie doch erst in wenigen Stunden frei. Ja, natürlich, das ist er auch. Nur, es muss den Anschein haben, als ob er noch einsitzt. Verstehen Sie mich? Er möchte sich draußen nicht sehen lassen. Er darf niemanden anrufen. Nicht vor Sonntag. Einverstanden, Mr. Croft. Und Sie suchen das Band raus. Das mit dem anonymen Anruf. Irgendwie kommt mir die Stimme bekannt vor. Nur eine kleine Stärkung. Vielen Dank, Madame. Ich habe schon zum Mittag gegessen. Das passt schon noch rein. So was. Und ich habe geglaubt, so was gibt's nur im Kino. Und Sie sind auch von Scotland Yard. Ich muss schon sagen, irgendwie haben Sie mich enttäuscht, Mr. Parkins. Williams, Madam. Ein anständiger Mensch wechselt nicht seinen Namen. Wie kann ich das bloß wieder gut machen? Indem Sie nichts auf der Platte lassen. Sonst werfe ich Sie womöglich gleich auf die Straße. Immer fing ich Gangster unter so lukullischen Umständen. Was haben Sie vor, was haben Sie vor? Wenn ich im Stadion ist, sitzt vom Bildschirm. Ist doch günstig für solche Leute. Wo ist hier in der Nähe eine Bank? Oder ein Juwelier?
Williams. Der dritte Mann? Der Fahrer des Hillman. Hier, du Glücksspezialeintrittskarte. Du verschwindest jetzt. Wenn das Spiel vorbei ist, trinkst du noch irgendwo ein Bier. Da, 500 ist Anzahlung. Es bleibt aber bei den 150. Ich sag's ja, du bist ein Glückspilz. Das Geld legt dir hier am besten in diese Zigarrenkiste. Ja. Übrigens, hier, deine Sorte. Schade, dass wir uns so bald nicht mehr wiedersehen. Du fängst an zu spuren. Also hab und viel Spaß beim Endspiel. Was denkst du, wir gar nicht mit dir tauschen würde? Lass dich bloß nicht erwischen. Hallo, hallo, Peck. Ja, Sir? Mir tut sich was. Mir ist einer reingegangen. Wir sind bereit, Sir. Woodward und Greg, greifen wir zu? Ich möchte gern noch auf den vierten warten. Den Delfin? Ja, wenn meine Theorie stimmt. Jungs, ich habe noch mal mit dem Delfin gesprochen. Alles ist sonnenklar. Und diesmal klappt es, darauf könnt ihr euch verlassen. Kurz vor drei wird uns die ersten Anweisungen geben. Der Wagen fährt hier durch die Straße. Wir machen kurzen Prozess. Was für ein Wagen fährt hier durch die Straße? Geldtransport. Ja, ja, so, dann bis kurz vor drei. Irgendeine alte Schachtel fährt dir in die Quere und schon bricht alles zusammen. Was wir heute an Land ziehen, ist wirklich nicht toll. Ihr seid alle durch die Posträuber verwöhnt. Napoleon. Hier Waterloo. Er hat mich abgehängt, Sir. Was? Was sind Sie denn wahnsinnig? Ich lasse ihn in den finstersten Winkel Britanniens abschieben, See. Wo haben Sie ihn verloren? Was denken Sie, was hier los ist, Sir? Der Beobachtete sitzt im Wembley-Stadion. Wembley-Stadion. Ich glaube, ich gehe freiwillig nach Pembroke. Was ist, Sir? Meine Theorie stimmt nicht. Mein Mann sitzt harmlos im Wembley-Stadion und sieht sich das Fußballspiel an. Sir, das Wembley-Stadion ist heute ein geeigneter Ort, wo man Schatten abhängen kann. Williams, Sie übernehmen hier das Kommando. Entweder ich finde ihn dort, oder Pembroke ist mir sicher. Natürlich sein, dass die Reservekamera gebraucht wird. Dann müssen wir eben umschalten. Ja. Hoffentlich sitzt er auf der anderen Seite. Um die Ecke fotografieren können wir leider noch nicht. Uns ist ja eine ganze Menge Zeug verboten. Aber das ist in meinem Kontrakt nicht vorgesehen. Verbrecherjagd mit 8 Zoll. Schändler würde vor Neid erblassen. Ich werde Sie der Königin zur Erhebung in den Ritterstand vorschlagen. Davon komme ich auch in keinen höheren Tarif.
Der Wagen fährt ab. So wie er in Sicht ist, blockierte die Straße. Treffpunkt der Hillmann. Habe verstanden, Chef. Sie hätten sich das Spiel bis zu Ende ansehen sollen. Mr. Kaspar! Menno! Kein Bock, machen Sie keinen Unsinn! Geben Sie auf, Mr. Kaspar. Von dem Kassierer weiß ich nichts. Die Verbindung zum Delfin war Bobbys Sache. Zunächst schritt er alles ab, Sir. Aber die Gegenüberstellung Richards, seinem Kontaktmann, der alle Schuld auf ihn abzuladen versuchte, ließen wohl die Aussichtslosigkeit dieser Taktik erkennen. Außerdem haben wir auch genug Beweise. Der Haftbefehl ist beantragt. Morgen kann Kasperg dem Lord-Untersuchungsrichter vorgeführt werden. Die drei anderen sind für Berufsverbrecher außergewöhnlich im Gespräch. Mit den beiden Morden wollen sie absolut nichts zu tun haben. Also, Kasperg, ein zweifacher Mörder. Natürlich habe ich am Anfang nicht damit gerechnet, dass sich das Unternehmen derart auswachsen würde. Aber dann musste ich feuern. Das erste Mal bei diesem Reporter. Er war schließlich im Begriff, seinem Chef das Haus mitzuteilen, in dem ich Pickett versteckt hatte. Und über den Londoner Makler, bei dem ich dieses Haus gemietet hatte, wäre es für Sie ein leichtes gewesen, mir hinter die Schliche zu kommen. Bei der Headshop? Die Headshop? Die habe ich durch Richards entführen lassen. Mein Plan war, den zweiten Wachmann zu täuschen. Besser gesagt, in der Maske der Babette. Meine Miss Horrocks übrigens. Die hat von alledem nichts gewusst. Ja, die Hedgehog. Flüchtete in dem Durcheinander nach dem gelungenen Raub. Unglücklicherweise in meine Richtung. Also musste ich das zweite lebenslänglich auf mich nehmen. Ich verstehe nicht, Mr. Kaspar, wie konnten Sie Ihre ganze Karriere in einem solchen Bankspiel riskieren? Sie, ein Gentleman. Nun ja, zum Gentleman, da fehlte mir etwas. Nämlich von Geburt an. Mein Vater konnte mir keine Aktien oder eine Fabrik hinterlassen. Also musste ich mich um mein Fortkommen selbst sorgen. Aber an der Universität hätten Sie doch Ihr Auskommen gehabt und auch die entsprechende Reputation. Die Erbschaft hatte mir einen gewissen Vorgeschmack gegeben, wie süß das Leben sein kann. Dann fiel mir dieser Kassierer in die Hand. Ich griff zu. Ja, dann gründete ich mit dem Geld meiner Tante ein Unternehmen und hatte wie ein echter Gentleman nur ein Interesse. Mit meinem Pfund zu wuchern. Er nannte sich zwar Delfin, aber es unterliefen ihm schwerwiegende Fehler. Zum Beispiel das Alibi in der Zeit des Banküberfalls. Recht dürftig. Schreibmaschinengeklapper auf Tonband. Und damit konnte er seine Wirtin reinlegen, aber nicht uns. Und dann hielt er es nicht mal für nötig, das Band zu vernichten. Heute ging es ihm um die Kasseneinnahmen des Wembley-Stadions. Ja, Sir, eine verhältnismäßig geringe Summe. Denn bei einem solchen Fußballspiel gehen die meisten Karten im Vorverkauf weg. Er befand sich in Zeitnot, er brauchte Geld. Also musste er irgendwie versuchen, zu einem Abschluss zu kommen, solange wir, seiner Meinung nach, uns mit Parrish beschäftigten. Tja. Wenn man's recht bedenkt, Warney, haben Sie heute das Endspiel gewonnen. Ja, ich weiß, die Nation klatscht den Heißspornbeifall, aber für mich stehen Sie auf dem höheren Podest. Na, bisschen Zeit bleibt mir ja noch bis zum Schlafengehen. Studiere nämlich gerade die Geschichte der britischen Luftabwehr im Ersten Weltkrieg. Sehr interessantes Kapitel. Was halten Sie denn davon, Warney, wenn wir Williams nach Pembroke schicken? Das wäre doch eine Auszeichnung für den jungen Mann. Ich weiß nicht. Bis zum 1. August ist noch Zeit. Und vielleicht halten Sie mir Pembroke für den nächsten Fall offen.